willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern für die Leute, die meinen WV schon gesehen haben. Ich nehme das hier gerade wieder danach auf und habe natürlich das gleiche an. Es ist die gleiche Uhrzeit und das gleiche Licht und na, ihr wisst Bescheid. Für ebenfalls die, die meinen WV gesehen haben, die wissen ja schon, dass ich angekündigt hatte, dass ich eine Art Halbjahresauswertung mache mit meinen Halbjahres-Highlights und allen Halbjahresstatistiken, die ich so mir rausgesucht habe. Und ja, hier ist das Video. Ich weiß noch nicht, wie lang es wird. Ich habe ein Word-Dokument vorbereitet. Bei mir ist das ja OpenOffice, auf dem ich alles draufgeschrieben habe. Werde euch die einzelnen Bücher zeigen und ein bisschen was dazu sagen. Und dann fangen wir auch schon an. Also, ich habe dieses Halbjahr zählt bis heute. Heute ist der 26.07. Ich weiß, es ist schon ein bisschen über ein halbes Jahr, aber trotzdem. Ich habe 13 Bücher gelesen mit insgesamt 4.595 Seiten, was an sich für einige vielleicht wenig sein könnte. Für mich ist es aber ganz okay. Mein Jahreshighlight war schwer für mich zu finden, denn ich hatte insgesamt 7 5-Sterne-Rezensionen, also 7 Top-Bücher. Und so wirklich entscheiden konnte ich mich da nicht. Ich habe mir eigentlich gleich erstmal Noah rausgesucht, weil ich habe auf Noah gewartet. Ich habe Noah verschlungen. Noah war wirklich toll. Sebastian Fitzek ist toll. Sebastian Fitzek hat hiermit mal was Neues ausprobiert. Etwas, das mir wirklich auch richtig, richtig gut gefallen hat. Was mal kein normaler Fitzek war, worin man aber trotzdem natürlich Fitzek wiedererkannt hat. Eine richtig, richtig, richtig coole Idee. Und hat halt auch einen gewissen Wahrheitskern und ja, also deswegen würde ich sagen, das ist mein Jahreshighlight. Das ist auf jeden Fall der beste Thriller, den ich dieses Jahr gelesen habe. Ich glaube, aber ich habe noch gar nicht so viele andere Thriller dieses Jahr gelesen. Dieses Jahr bestand ein bisschen mehr aus, jedenfalls dieses Halbjahr bestand ein bisschen mehr aus Jugendbüchern, ab und zu auch ein bisschen Fantasy, ein bisschen mehr auf jeden Fall als die letzten Jahre. Und das ist auf jeden Fall eins der Bücher, die, das ist auf jeden Fall mein Jahreshighlight. Ich habe ein bisschen gekämpft mit 2 anderen Büchern, die ich euch auch sonst noch mal kurz zeigen kann, bei denen ich nicht wusste, ob das vielleicht auch mein Jahreshighlight werden könnte. Das ist einmal Das Mädchen, das Geschichten fängt, ein Buch, das ich erst vor kurzem gelesen habe, irgendwann letzte Woche, wozu jetzt ihr auch gerade die Videorezension am Dienstag hoffentlich gesehen haben solltet. Das hat mir auch richtig, richtig, richtig gut gefallen. Es war wieder eine neue, frische Idee, die so ein bisschen, also sie hat mich ein wenig erinnert an die City of-Reihe, die Chroniken der Unterwelt. Nur, dass es halt hier keine übernatürlichen Wesen gibt, wie Vampire und Trolle und Werwölfe und weiß ich nicht noch was. Hier gibt es halt allerhöchstens die Chroniken, die Wächter und die Bibliothekare. Und das ganze Konzept, das fand ich, das war einfach mal was Erfrischendes, was Neues, was Cooles. Und deswegen wäre das vielleicht auch noch so ein bisschen mit mein Jahreshighlight. Sagen wir mal, ich habe eine Top 3 diesen Halbjahres, ich sage mal Jahreshighlight. Bitte denkt euch Halbjahreshighlight, falls ich das sage. Und Steelheart gehört da irgendwie auch noch mit dazu, denn das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ich stehe ja auf so Zeugs mit super Kräften, habe bis jetzt aber noch nichts Wirkliches da so gelesen in die Richtung, außer jetzt Nachtsonne, das mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, aber da ich nur eine Top 3 machen kann, mache ich das so. Hier fand ich die Kräfte super toll, ich fand das Konzept, wie sich das alles so aufgebaut hat, richtig, richtig cool, von den Epics mit ihren Schwächen, mit ihren mehreren Fähigkeiten. Ich fand, die Spannung war richtig, ist richtig, richtig gut gelungen, alles hier ist richtig, richtig gut gelungen. Ich fand das Ende auch sehr, sehr gut, den Twist am Ende fand ich richtig gut, also das ist auch ein sehr, sehr tolles Buch. Also meine 3 Halbjahres-Highlights wären Noah von Sebastian Fitzek, Steelheart von Brandon Sanderson und Das Mädchen, das Geschichten fängt von Victoria Schwab. Und die kann ich auf jeden Fall alle ohne Einschränkungen empfehlen. So, wir gucken, dass hier nicht alles umfällt. Was ist denn das nächste? Das nächste ist mein Geheimtipp. Mein Geheimtipp dieses Jahr ist Der Schatten meines Bruders. Ein Buch, das ich ja im Thalia gelesen habe, weshalb ich es noch nicht hier in meinen Händen halten kann. Wenn ich daran denke, blende ich euch hier irgendwo nochmal im Bild ein. Das ist ein Buch, von dem ich ehrlich gesagt vorher noch nichts gehört habe. Vielleicht habe ich auch irgendwie das verpasst, als das irgendwie rausgekommen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Buch, was ich euch allen auch ans Herz legen kann, was man vielleicht nicht so kennt, was aber, denke ich, einem doch sehr gut gefallen hat, hat von mir 5 Sterne bekommen. Und ja, ich verlinke euch einfach mal, obwohl alle Rezensionen ist schwierig, ne?
Ich kann euch versuchen, mindestens alle Rezensionen von den Büchern zu verlinken, die ich euch hier zeige. Ja, mein Halbjahresflop, da muss ich sagen, hatte ich zum Glück kein wirkliches. Also ich habe ein Buch abgebrochen, dazu kommen wir aber noch. Aber ein Buch, das ich gelesen habe, das mir nicht wirklich gut gefallen hat, das 2 Sterne bekommen habe oder so, hatte ich dieses Jahr nicht. Wenn man davon ausgeht, ich hatte dieses Jahr 2 3-Sterne-Rezensionen. 3-Sterne-Bücher sind für mich aber keine Flops. Also würde ich sagen, zum Glück hatte ich keinen Halbjahresflop. Dann geht es um mein dickstes Buch. Mein dickstes Buch ist wohl auch das dickste Buch, das ich jemals gelesen habe. Und zwar ist das Zähmung, das Vermächtnis der Wölfe Teil 1 von Farina Devat mit 788 Seiten und einer mikroskopisch kleinen Schrift. Also wenn man mal das mit anderen Büchern vergleicht. Also Erwachsenenbücher, sage ich jetzt mal, haben ja alle so eine Schrift. Aber wenn man das unbedingt, wenn man das mit der Schrift von das Mädchen, das Geschichten fängt, gemacht hätte, dann wären das wohl noch ein paar mehr Seiten gewesen. Auf jeden Fall, ja, fand ich das auch richtig, richtig toll. Ich habe mich ja jetzt auch, ich bin jetzt mit der Autorin auch befreundet und das finde ich auch richtig, richtig cool und ist auf jeden Fall mein dickstes Buch diesen Monat, wollte ich schon wieder sagen. Dieses Halbjahr hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Hat zwar nur 4 Sterne bekommen, aber 4 Sterne sind ja nicht schlecht. 4 Sterne ist immer noch ein gutes Buch, aber da ist noch Potenzial nach oben. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Verlinke ich euch auch die Rezension unten. Ich verlinke euch aber erstmal nur die schriftlichen Rezensionen. Wenn ich euch die ganzen Videorezensionen dazu noch verlinken würde, dann sind da unten nur Links. Deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und sonst wisst ihr auch, wie das auf meinem Kanal funktioniert. Da könnt ihr euch die Rezensionen dann auch raussuchen, wenn ihr das möchtet. Dann kommt mein dünnstes Buch, das war ebenfalls Der Schatten meines Bruders mit 143 Seiten, das ich euch jetzt nicht wirklich zeigen kann. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu meinem abgebrochenen Buch und zwar ist das Klangrot von Isa Grimm, was ja ich mir gekauft habe, weil eigentlich ein paar Leute gesagt haben, dass das eigentlich richtig, richtig cool sein soll, das mich auch ein bisschen interessiert hat. Ich fand das Cover richtig, richtig schön und ich habe noch nie so richtig so ein Horrorbuch gelesen und es hörte sich einfach eigentlich richtig, richtig gut an. Ich bin gekommen bis Seite 137, wo es dann langsam anfängt, gruselig zu werden und irgendwie hat mich das nicht so gepackt. Ich glaube leider, ich bin mit etwas zu hohen Erwartungen an das Buch rangegangen. Wenn ich mit gar keinen Erwartungen an das Buch rangegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch zu Ende gelesen und es wäre mir vielleicht auch ein bisschen besser gekommen. Deswegen nenne ich das hier jetzt mal eher so aufgeschoben anstatt aufgehoben. Also ich denke mal, irgendwann, wenn ich vergessen habe, dass ich so gute Erwartungen daran hatte, werde ich dieses Buch vielleicht nochmal von vorne anfangen und vielleicht wird es mir dann besser gefallen. Aber die Erwartungen, die ich an dieses Buch hatte, wurden überhaupt nicht erfüllt. Der Schreibstil geht so, aber ich fand es eigentlich gar nicht interessant und als es dann halt langsam anfing, gruselig zu werden, fand ich es irgendwie einfach lächerlich. Ich weiß nicht, ob, also ich habe das vielleicht ein bisschen, muss ich mal gucken, dass ich dann da mit etwas geringeren Erwartungen rangehe und vielleicht wird es mir dann auch gefallen, aber fürs Erste habe ich dieses Buch erstmal abgebrochen. Ja, es gibt da noch ein Buch, das ich nicht wirklich in dieser ganzen Statistik erwähne, und zwar ist das Paper Roads von John Green. Ich habe mir ja den John Green Schuber gekauft und das Buch habe ich irgendwann angefangen im Halbjahr und das Buch ist das Buch, das ich immer überall mit hinschleppe. Das heißt, in diesem Buch lese ich, wenn überhaupt, wenn ich Freistunden habe oder so. Deswegen kann es sein, dass ich das zum Ende des Jahres auch noch nicht fertig habe, weil ich das nur lese, wenn ich mal Zeit habe irgendwo und es immer dabei habe. Deswegen, ich habe es angelesen, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber es ist halt ein Buch, das kann man, da kann man sich auch ein bisschen Zeit mitlassen. Und ja, das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. So, und dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Statistik. Und zwar ist das meine durchschnittliche Wertung. Ich rezensiere ja alle Bücher, die ich gelesen habe, schriftlich. Einige, die ganz besonders irgendwie hervorgehoben werden sollten, von denen mache ich nochmal eine Videorezension. Und natürlich mache ich auch immer eine Videorezension von den Büchern, die ich als Rezensionsexemplar bekommen habe, und meine durchschnittliche Wertung von allen 13 Büchern, die ich gelesen habe, ist 4,75, also eigentlich richtig, richtig gut. Davon sind 7 Bücher, wie gesagt, 5-Sterne-Rezensionen, also 7 von diesen 13, was ja über die Hälfte ist sogar, mehr oder weniger, die
waren richtig, richtig super, toll, klasse, richtig toll. Ich hatte nur 2 3-Sterne-Rezensionen, also nicht mal was da drunter. 3 Sterne sind für mich immer noch ganz okay. Ich hatte sonst, also wenn wir jetzt rechnen, dann hatte ich 4 4-Sterne-Rezensionen bestimmt. Und ja, wer sich all die Rezensionen generell nochmal angucken möchte von den Büchern, die ich nicht genannt habe, ich meine, es sind ja 13 Bücher und ich habe ja jetzt irgendwie nur 5 oder so angesprochen, die können einfach mal den Link ganz unten in die Infobeschreibung nehmen, der zu meinem Blog führt. Da können sie sich alle Rezensionen nochmal angucken. Ihr könnt auch die einzelnen Monate durchgehen und da findet ihr dann die jeweiligen Rezensionen zu den Büchern. Ja, das war meine Halbjahresstatistik. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich fand das mal ganz spannend. Könnt mir in den Kommentaren schreiben, falls ihr wisst, wie viele Bücher ihr gelesen habt schon dieses Halbjahr. Wahrscheinlich übertrefft ihr mich voll und dann werde ich voll rot und so und das ist dann voll schlimm und eigentlich will ich das gar nicht wissen, aber schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was auch so euer Halbjahreshighlight war, vielleicht auch von Büchern, die dieses Jahr erschienen sind oder auch Bücher, die ihr dieses Jahr gelesen habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ja, das war's von dem Video. Wir sehen uns gleich nochmal auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wie gesagt, alle Links zu allen Rezensionen von allen Büchern, die ich angesprochen habe, all die schriftlichen Rezensionen, die stehen hier in der Infobeschreibung. Falls ich was vergessen haben sollte, dann seid doch bitte so lieb und sagt mir das. Und ja, wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter mir einmal meinen letzten Weekend-Blog und die Rezension zu Das Mädchen, das Geschichten fängt. Wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, wen das noch ein bisschen genauer interessiert, der klickt einfach auf die Videorezension. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, alle wichtigen Links sind unten in der Infobeschreibung. Ganz unten findet ihr auch noch meine Social Media Links, das heißt Facebook, Twitter, Instagram und all der ganze Stuff, unter anderem auch Goodreads und der Link zu meinem Blog. Wen das interessiert, der kann mich überall da verfolgen, wo er möchte. Und ja, war auf jeden Fall ein buchreiches Halbjahr und ich danke euch schon mal dieses Halbjahr, dass ihr mit mir dieses Halbjahr durchgestanden habt und freue mich schon auf das nächste Halbjahr. Und auf unser nächstes Wiedersehen, hoffentlich bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!